Schwermetalle ausleiten, sag ich mal, Gifte aus dem Körper rausbekommen. Wenn du dich häufig müde, schlapp fühlst oder ja, nicht ganz fit und wenn du, sag ich mal, auch dich nicht so gesund ernährst oder auch immer öfter Fisch isst, wo viel drin ist, dann solltest du mal darüber nachdenken, wie du deine Giftstoffe aus dem Körper rauskommst. Und in dem Video werde ich dir 4 Tipps nennen, wie du das am besten machst. Mein Tipp Nummer 1 ist, mach auf jeden Fall einen körpereigenen Stoff. Führ den mal zu. Glutathion zum Beispiel ist das wichtigste Antioxidant der Leber in unserem Körper. Wenn du das abends zum Schlafen gehen 500 Milligramm bei hoher Intoxikation einnimmst, hast du einen guten Radikalfänger und du entlastest ein bisschen deinen Körper. Das musst du nicht immer machen, aber wenn du mal, sag ich mal, gesündigt hast, wenn du mal, sag ich mal, auch in der Raucherkneipe warst, dann ist Glutathion wirklich richtig, richtig gut. Mein zweiter Tipp für dich ist, nehme Jod ein. Jod ist so ein wichtiges Element für unsere Hormone. Jod kann unsere Energie auf ein ganz anderes Level führen. Und es ist sogar so, in der Schwangerschaft musst du mehr Jod zuführen. Warum ist das so? Weil wir einfach auch Schwermetalle durch erhöhte Jodzufuhr rausführen. Wenn ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt und alle denken, boah, was soll man tun? Dann ist Jod das Wichtigste, was man einnimmt. Also, Jodeinnahme richtig durchführen ist extrem wichtig. Meine Empfehlung, lass mal deinen Jodwert bestimmen, wie hoch ist der und dementsprechend dosier das. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eigentlich nur eine Jodempfehlung, um die Kropfbildung zu verhindern. Aber für mehr Energie, für ein besseres Leben, solltest du auf jeden Fall wissen, wie ist dein Jodwert. Der dritte Punkt ist, die Infrarotsauna, die ich mir jetzt einbauen werde am 27. Warum mache ich das? Weil Infrarotsaunen in Studien gezeigt haben durch die Lichttherapie, dass die 4 cm unter die Haut gehen, besonders auch im Fettgewebe, die richtig giftigen Stoffe aus dem Körper rauszutransportieren. Viel effektiver, als es die normale Sauna machen kann. Und viel, viel, ja, wenn du dir Superman anguckst. Superman lebt von der Sonne. Und Infrarotlicht ist 50% davon. Also, Infrarotsauna, ein ganz, ganz großer Tipp. Wenn du mehr dazu wissen willst, schau dir auf jeden Fall das Video dann noch. So, mein letzter Tipp und der ist eigentlich, sage ich mal, schwer durchzuführen. Aber wenn du den durchführst, holst du das Beste raus. Wenn du Fisch isst und Fisch ist sehr, sehr gesund, hat sehr viel Omega-3 und ja, ich esse auch, glaube ich, gerne Sushi. Wenn du das aber in einem Restaurant tust, wo du nicht genau weißt, wie ist da die Qualität, dann hab immer in der Tasche ein paar Tabletten, entweder Kohlekompretten oder Chlorella. Weil wenn du das danach einnimmst, hast du nur den Benefit, nur die Omega-3-Fettsäuren und die gesunden Sachen. Die Schwermetalle, die Giftstoffe werden dann durch die Tabletten rausgenommen. Meine Empfehlung, ich weiß, das hört sich ein bisschen blöd an, aber 6 bis 20 Chlorella-Tabletten nach einer ausgiebigen Sushi-Mahlzeit. Das ist mein Tipp für dich. Wenn du noch mehr zu Detoxen erfahren willst oder wenn du noch Fragen dazu hast, dann schreib mir auf jeden Fall in die Kommentare. Mach's gut, dein Frank.